Die Deutschlandzentrale des polnischen Eisenbahngeheimdienstes PKP verbirgt sich im Berliner Bahnhof Zoo. Seitdem dort keine ICE-Fernzüge mehr halten, glaubt die DB, dass die vielen Gepäckfächer leer stehen. Ganz falsch. Es gibt fast kein freies Fach. Wie kann das sein? Tja, insgeheim, hinter dem Rücken der Deutschen Bahn, belegten polnische Eisenbahnagenten alle Schließfächer dieses menschenleeren Bahnhofsflügels. Sie verwandelten das Ensemble in ein ideales Versteck für Spionagewerkzeug, Geheimberichte und manchmal sogar für sich selbst. Hier ist der diensthabende Führungsoffizier der Bahnspionagegruppe, Agent EU07, melde dich. Agent EU07, melde mich. Ihren ausführlichen Report bitte. Unsere Mission in Berlin verlief planmäßig. Wir untersuchten die Funktionalität der S- und U-Bahn, der Straßenlaternen sowie, wie sich im Zug VT628 die Türen öffnen lassen. Die Ausspähung des Supermarktes ergab, dass die Türen durch Fotozellen gesteuert werden. Im Fahrstuhl auf dem Hauptbahnhof war es drückend eng. Aber sowas kannten die PKP-Agenten ja schon aus ihren Schließfächern. Die Türen des Fahrstuhls wie auch die des Stadlerzugs öffnen sich automatisch. Zur Verwirrung des Gegners hatte die Deutsche Bahn anstelle eines Triebzugs VT628 ein völlig anderes Fahrzeug bereitgestellt. Aber die tapferen Agenten erfüllten trotz allem ihre Dienstpflicht. Ein Agent verletzt durch Schlag an den Kopf. Bericht angenommen, Ende der Durchsage. Hart weiter aus im Dienst. Der Agentenbericht bewies eindeutig, dass man im Zug auf einen Knopf drücken muss, damit sich die Türen im Gang öffnen. Wer hätte das gedacht?